Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute wird es mal wieder ein bisschen cool, ein bisschen entspannt. Ich komme gerade von der Arbeit und war eben gerade noch einkaufen. Habe zwei, drei Sachen geholt für eine Gemüsepfanne heute Abend. Ich habe auch gestern die Vitrine ein bisschen verändert. Denn das Problem ist, ich habe eine Vitrine, die hat vier verschiedene Fächer. Und ich habe gestern beschlossen, okay, ich brauche noch eine zweite Vitrine. Deswegen, Problem, Platz reicht nicht. Ich werde jetzt einfach eine zweite mir bestellen. Das kommt dann ein paar Vlogs später. In ein paar Wochen mache ich das. Die kommt dann hier gegenüber, genau auf die Seite. Oder ich räume generell nochmal um. Und dann mache ich da so die Reihenfolge. Die wird dann nur mit aber. Und ja, ich zeige euch mal, wie ich das hier so umgeräumt habe. Ein Pin. Dann ein Labello, da habe ich gleich mehrere gekauft. Dann einen richtig geilen Trinkbecher, den werde ich im Sommer auch nutzen. Habe ich gefunden, dachte ich, okay, das passt einfach perfekt. Dann zwei Schallplatten, drei Zeitschriften, ein Sticker, den ich vielleicht nochmal irgendwo aufklebe und nochmal eine Karte. Und da wir schon beim Thema sind, jetzt habe ich dafür einfach die hier hingemacht. Hier mit dem Magnet und hier dunkler mit dem Magnet. Aniert da einmal ein bisschen. So. Ich habe jetzt kurz eine Pause gemacht. Ich lasse die Kopfhörer gleich auf. Es ist jetzt 17.19 Uhr. Wir werden jetzt gleich losfahren, um die benannte Person abzuholen, weil die jetzt ein bisschen anders fährt mit der Bahn. Und damit sie nicht verwirrt ist, werden wir die jetzt abholen. Ich bin jetzt wieder zurück. Die Kamera muss ganz kurz mal laden. Wir machen aber gerade was zu essen. Und zwar haben wir hier gerade unser Essen. Ich habe da gerade noch ein bisschen Wasser und Milch dazu gemacht. Aber das werden wir jetzt auf jeden Fall machen. Wir machen jetzt ein Food Review. Wir sind jetzt hier angekommen. Hier haben wir einmal die Karte mit den ganzen Essenssachen. Dann halt trinken. Nimmst du jetzt dein Essen? Ich nehme dann hier den Cheeseburger wahrscheinlich und hier noch irgendwie eine Seiten-Dings. Und man könnte jetzt auch noch mit Jalapenos oder Pesto, aber bin ich raus. Oh. Ja. Ich nehme einmal eine Rhabarberschorle, den Magic Mushroom Burger. Ein Cheesy Burger. Hier die genau. Die sehen doch geil aus. Hier haben wir schon mal den Feind. Also wir haben hier einmal direkt hier drunter Tomatensauce, Salat, Tomaten. Dann haben wir einmal den Patty. Hier so eine, man sieht es glaube ich hier, so eine Tortilla-Chip und eine Art Käsesoße. Und das war schon. Also wie ihr jetzt seht, habe ich jetzt aufgegessen. Ich musste jetzt leider die Zwiebeln runtermachen, weil ich habe vergessen zu sagen, ohne Zwiebeln. Und ich muss sagen, der Burger hat mir schon sehr gut geschmeckt. Die einzige Sache, was mich etwas gestört hat, ist das Brot. Weil das Brot war halt sehr, sehr dick im Gegensatz zu dem Patty und den anderen Sachen. Und dadurch war es halt ein bisschen trocken. Hätte ich mir noch ein bisschen, entweder ein bisschen flacheres oder krosseres Brot gewünscht. Neben mir hier, die Freundin, eine gute Freundin, die mich gezeigt hat, war ganz begeistert, muss ich sagen. Aber ich bin ja Lester, der Tester, veganer Essenskritiker. Ich werde meine Punktung gleich nochmal draußen sagen. Ich muss das nochmal überlegen. Wir machen es ja auch mit gutem Gewissen. So, jetzt kommen wir zum nächsten Second Dish. Ich habe mir nämlich noch was bestellt. Und zwar hier schöne Pommes mit so einer Soße, ein bisschen Cheesy Soße, Bratensoße und mit Onions. Und wir werden gleich mal testen, wie die schmecken, weil ich glaube, die können was. Denn man sieht schon hier, von außen sind die sehr groß. Schmeckt schon krass nach so einer Bratensoße. Kurz dann einmal die Zwiebeln testen.
Also die Pommes, die können was, die kann ich echt nur empfehlen. Sehr, sehr gut. We'll be right back.